Hier ist noch unser Sender Weimar. Wir sind jetzt im Taubenschlag und schwenken rüber zu den Drechselfreunden Erzgebirge. Hier wird gerade ein, am besten selber sagen. Ja, mein Name ist Johannes Eger, gehört zu den Drechselfreunden Erzgebirge. Und wir sind heute hier zum Weihnachtsmarkt in Grüna, Chemnitz Grüna. Und wir machen heute so kleine Vorstellungen für die Gäste des Weihnachtsmarktes, dass zum Beispiel über das Dach eines Vogelhäuschen oder einer Meißenglocke. Und das ist die Unterseite, das sieht dann später so aus. Ja. Und ganz, ganz wichtig, da müssen wir den meisten Städtlern erklären, dass es extra für die Meisen gebaut ist, vom Einflugloch her, dass eben nur die Meisen reinkommen. Das ist richtig, ja. Und nicht die Amsel, nicht die Spatzen. Die Meisen genau 30 mm und das reicht für den vollkommen aus. Ja. Ja. So, ja. So sieht das dann aus. Wird noch befestigt, das Dach, und dann kann man das aufhängen. Super. Genau das werden wir damit probieren. Wir haben nämlich 11 oder 12 Kästen bei uns zum Nisten aufgehangen. Aber noch kein, viele Vogelfutter, 4 Vogelfutter, aber noch kein extra für die Meisen. Deswegen sind wir drauf gestoßen. Selber noch was sagen? Richtig. So, doch. Das war's dann schon, ja. Okay. Danke. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und nächste Veranstaltung hier in Grüna im September, 3 Tage, ne? 3 Tage, bitte September. Ja. Haben wir unser 10-jähriges und das wollen wir feiern. Und wir reden ja immer stolz von unserem Grüna. Wir wurden ja zwangseingemeindet. Wir wollten ja keine Chemnitzer sein, ne? Aber wir sind es halt geworden, ne? Ja, hier haben wir noch jemand von den Drechselfreunden Erzgebirge. Einfach noch ein paar Worte dazu mit, bitte sagen. Hallo, mein Name ist Egerhard McLean, ich komme aus Zwickau und bin mit dem Gründer für den Stammtisch Drechselfreunde Erzgebirge. Und unser Anliegen war von Anfang an, dass wir unsere Hobbyfreunde und nicht den Profis Konkurrenz machen. Das liegt uns da, das wollen wir nicht. Wir machen unser eigenes Ding. Und haben unseren Stammsitz hier in Grüna in den Schlitzverein. Ja, und dort machen wir uns in der Regel alle 4 Wochen. So, und unsere Vereinsmitglieder, nennen wir es mal so, kommen aus ganz Sachsen, Freiburg und teilweise von Berlin haben wir einen mit hier. So, und dann treffen wir uns alle 4 Wochen hier, stellen uns ein spezielles Thema, wie mal ein Räuchermann hergestellt wird oder mal eine Vase oder wieder mal eine Schale gedrechselt wird und die Oberfläche veredelt wird. So, es gibt da verschiedene Beizen und Möglichkeiten, wie man bestimmte Laubhölzer noch mehr durch irgendwie Essig und was es alles gibt, zu veredeln kann. Da kommt eine ganz andere Oberfläche raus. Ja. Grauton, manchmal oder lila. So. Und das zeigen wir dann hier drüben. Und ab und zu hier bei diesen Weihnachtsmarken sind wir immer gerne mit präsent und zeigen auch den Leuten, was das Drechseln bedeutet oder was man damit machen kann. Eins der ältesten Handwerke des Drechseln ist ja schon vor 3000 Jahren gedrechselt worden. Ja. So, und das wollen wir am Leben halten. Wir wollen keinen Konkurrenz machen, es ist unser Hobby und aus Spaß an der Freude. Danke für die tollen Worte, so lieben wir das, weil wir lieben Heimat, Tradition und das, was jahrhundertelang funktioniert hat, sollte auch und besonders in der heutigen Zeit funktionieren. Wir waren vorhin drüben, haben diese wunderschönen Schalen schon bewundert. Also kennt ihr unser Urgestein Georg Rodenburger? Nein. Er ist vielleicht vor 20 Jahren gestorben hier. Das war einer der Mittelbacher Urgestein. Der Vater vom Handballer. Der Vater vom Handballer. Von beiden Enkel ist er auch Handballer von Wismut Aue geworden. Und war immer hier Schnitzer, also nicht Drechsel, Schnitzer halt. Ne? Und aber schon lange tot halt. Ne? Und wir wollen auch hier an der Stelle noch, also vielen Dank, meine Herren. Wir wollen noch erinnern an, mit ganz viel Herzblut an den Holzwurm, der hier aus Einsiedel viele Jahre lang vertreten war und wunderschön. Genau, danke, mir ist nicht eingefallen, der wunderschön die Holzwürmer gedrechselt hat, mit ganz viel Liebe, die kleinen Weihnachtsbäume. Ja, da haben wir nämlich, waren wir Stammkunde mit dem Enkel halt und wollen wir selber vielleicht noch ein paar Worte dazu. Ja, es ist leider schade, weil ich ist auch gesundheitlich angeschlagen oder es ist privat was dazwischen gekommen. Ich kenne den am Checkel, ne? Ja, sehr gut. Und er hat auch sehr viel mit Kindern gemacht. Gerade genau. Mal die Wünsche und das mal zu einer kleinen Bank hat er es erklärt, wie es gemacht wird. Und war immer sehr, sehr angetan. Ja. Ist wahrscheinlich auch jetzt über 86 Jahre alt, glaube ich. Ne? So, also insofern
volles Verständnis und wir denken jedenfalls dran und wollen es einfach nochmal würdigen und vielen Dank, bis gleich, ne, wollen wir noch mit dem Eisenhaus das machen wollen. Danke, gerne. Danke.